Und schöne Grüße aus Dänemark. Ja, ich habe hier gerade einen Zwischenstopp gemacht. Ich bin nämlich unterwegs nach Norwegen bzw. Schweden. Und ja, werde jetzt hier auch ein paar Tage in Dänemark sein, bevor es dann mit der Fähre nach Norwegen geht. Ja, und ich bin jetzt gerade hier angekommen, pünktlich zum Sonnenuntergang, an der Nordküste Dänemarks im Jütland. Ja, und hier stehen Anlagen direkt am Strand. Das ist der Windpark Hanstholm. Und hier stehen Vestas V126 direkt am Strand, drei Stück. Wo sieht man sowas schon mal? Richtig cool. Sehr niedrige Nabenhöhe, 86 Meter. Aber das reicht hier direkt am Strand. Sehr, sehr cool. Ja, ich werde jetzt ein, zwei Tage hier in Dänemark unterwegs sein. Werde auch noch ein paar andere Windparks besuchen. Und ja, hier gibt es einiges zu sehen auf jeden Fall. Und das hier ist schon mal ein sehr, sehr schöner Anfang. Ja, jetzt stehe ich hier direkt bei der ersten Anlage. Lichtverhältnisse sind leider nicht mehr so gut. Die Sonne verabschiedet sich gerade. Da hinten geht sie unter. Ich habe gerade noch so die letzten Sonnenstrahlen erwischt. Aber es ist echt ein richtig schöner Sonnenuntergang. Und es ist echt eine richtig coole Location für einen Windpark. Ja, hier stehen sogar noch andere Camper, da hätte ich sogar hier direkt campen können, aber ich bin noch ein Stück weiter hinten. Richtig cool sieht es aus, die V126 mit 86 Meter Nabenhöhe. So auch noch nicht gesehen. Ja, aber hier müsste eigentlich immer Wind gehen. Ist wahrscheinlich sehr, sehr selten mal Flaute. Da kann man so einen niedrigen Turm bauen. Aber krass, ein Fundament zu bauen, das hier in dem sandigen Boden hält, das ist wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung. Ja, und das müssen natürlich Vestas-Anlagen sein hier in Dänemark. Hier könnte man keine Enercon-Anlagen hinstellen. Es muss natürlich Vestas sein, als dänischer Hersteller. Richtig toller Windpark, wusste ich gar nicht, als ich hierher gefahren bin, dass hier Anlagen direkt am Strand stehen. Aber das ist auf jeden Fall ein echtes Highlight. Eine Anlage steht. Wahrscheinlich nicht, weil zu wenig Wind geht, sondern aus anderen Gründen. Super schön. ,45 Megawatt Leistung haben die, glaube ich. Würde mich mal interessieren, was hier so die durchschnittliche Windgeschwindigkeit ist. Bestimmt so 9-10 Meter pro Sekunde. Also das nächste Mal, wenn ich hier bin, komme ich vielleicht auch mit dem Camper. Dann stelle ich mich auf jeden Fall hier hin, weil das ist ein super cooler Platz. Hat man das Meer direkt und direkt die Windräder, da fühlt man sich doch direkt pudelwohl. Ja, ich werde jetzt aber mal zum Campingplatz gehen. Und schau dann morgen früh wahrscheinlich immer vorbei, wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen besser sind und ja, man die Anlagen ein bisschen besser sieht. Schönen guten Morgen! Ja, heute Morgen bin ich früh unterwegs und bin nochmal hier am Hafen von Hanstholm bei den Anlagen, wo ich gestern Abend schon mal war. Echt ein wunderschöner Morgen, traumhaftes Wetter. Und eine super Aussicht aufs Meer. Ja, gestern Abend, als ich ankam, war ich leider etwas zu spät schon. Da war die Sonne gerade am Untergehen. Aber heute Morgen
Wunderschönes Wetter und eine super Aussicht. Ich stehe hier gerade oberhalb des Hafens auf der Klippe oder Düne und da hat man einen richtig tollen Blick. Ja, bei der Anlage hier stand ich gestern Abend schon mal. Direkt hier unten ist auch ein Campingplatz. Also wer gerne campt, dem kann ich den Platz auf jeden Fall empfehlen. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen und mich hier auch mal hinstellen. Richtig geil, die Anlage hier direkt am Meer. Und auch mit der geringen Nabenhöhe, richtig cool. Ja, Wind hat etwas gedreht. Gestern Abend standen die Anlagen in die andere Richtung. Da kam der Wind vom Meer. Heute scheint er aus dem Inland zu kommen. Sieht einfach super schön aus. Eine ganz weiße V126 vor dem blauen Himmel. Und dann noch hier direkt am Meer. Also das ist echt rar. Das sieht man nicht so oft. Vielleicht noch in den Niederlanden irgendwo, aber ja, das hier ist auf jeden Fall ein richtig cooler Start in den Morgen. Da hinten stehen die anderen beiden Anlagen. Die mittlere Anlage stand gestern Abend auch schon. Ja, da ist allerdings der Service da. Da sieht man es, da ziehen sie gerade irgendwas hoch. Noventum. Ja, dachte ich mir, dass da heute der Service da sein wird, weil sie gestern Abend schon stand. Ja, eine absolut schöne Dünenlandschaft hier. Also kann man echt richtig schön wandern an der ganzen Küste entlang. Und hat eine super Aussicht. Ja, und irgendwo dann da hinten am Horizont ist dann Norwegen. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. So ein paar Containerschiffe sieht man, die da hinfahren. Aber da werde ich dann in ein paar Tagen mit der Fähre nach Norwegen fahren. Ach, ich glaube, das wird mein neues Lieblingsbild hier. Das sieht richtig geil aus. Also das ist echt, ja... Ein guter Start in den Urlaub. Ja, ich werde jetzt mal noch zu den Anlagen runterlaufen und stelle mich mal noch drunter. So, ich stehe jetzt hier bei der vordersten Anlage und das ist echt krass. Die steht hier direkt am Meer in den Dünen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig cool. Kann man am Strand liegen und über einem dreht sich die Anlage. Und hier ist, glaube ich, auch direkt wieder ein Stellplatz. Also an der ganzen Küste hier sind Stellplätze an den Dünen. Richtig cool. Sieht auch echt geil aus mit dem kleinen Turm. So auch noch nicht gesehen. Das ist immer nur der 149 Meter Turm. Aber ist geil, diesen kleinen Turm mal zu sehen. Ich finde hier immer super, die kleinen Türme. Als die in Süddeutschland eben gar nicht gibt. 86 Meter. Ja, hier ist direkt der Strand. Und ja, hier kann man schön am Meer spazieren gehen. Ja, da drüben sind jetzt die anderen beiden Anlagen und bei der mittleren, da klettert gerade jemand hoch am Rotorblatt. Da hängt er dran. Das ist auch ein krasser Job, so ein Industriekletterer. Also das wäre, glaube ich, nicht meins. Aber naja, irgendwer muss es halt machen und manchen Leuten macht das halt Spaß.
richtig nice. Also das ist schon mal so das erste Highlight hier im Urlaub. Also ich finde, die Anlagen passen hier echt super gut hin. Ich finde, die stören hier kein bisschen. Schöne Blattbiegung. Ja, ich werde dann langsam mal aufbrechen. Frühstück beendet hier am Strand. Und ja, werde mich jetzt aufmachen zu meiner Tour. Hab noch einiges vor heute. Ja, und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Stopp. Where should I be?